Heute ist eine neue Bundesliga-POTM-Karte rausgekommen, und zwar von Haaland. Wir schauen uns in diesem Video an, ob sich diese SBC lohnt oder nicht. Viel Spaß! Schauen wir uns die Karte genauer an. Haaland hat leider nur 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weakfoot, was aber noch okay ist. Bei seinem Tempo ist die Sprintgeschwindigkeit richtig gut, der Antritt könnte etwas höher sein. Die Schusswerte sind insgesamt überragend mit 94 Abschluss und dazu 99 Schusskraft. Die Passwerte sind noch okay mit 85 kurzer Pass. Bei den Dribblingwerten sind 93 Reaktionen sowie Ruhe richtig gut, auch die Beweglichkeit ist noch in Ordnung, die Balance müsste man aber noch pushen. Bei der Physis ist die Stärke noch richtig gut bei Haaland. Als Chemistry Style bietet sich klar ein Engine an, hier wird neben dem Tempo und auch das Passen sowie die Dribblingwerte wie die Balance richtig gepusht. Als Dortmunder ist er ganz gut verlinkbar, gute Links sind zum Beispiel Sancho, Hazard oder Reus. Für die SBC hast du noch 30 Tage Zeit, du musst insgesamt 3 verschiedene Teams abgeben. Das kostet Stand jetzt laut Footbin etwas über 300.000. Ähnlich zu Haaland sind generell zum Beispiel Vardy Recordbreaker oder Kane Rulebreaker. Aus der Bundesliga ist zum Beispiel Hazard Freeze noch ähnlich, auch vom gleichen Verein. Und Haaland selbst hat noch einige Special Cards, die noch deutlich günstiger sind. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Haaland hat insgesamt überragende Werte, ist aber sicher nicht jedermanns Spielertyp. Der Preis ist für diese Karte sehr fair und auf keinen Fall zu hoch. Wir würden hier tatsächlich eher machen sagen, aber nur wenn du wirklich mit dem Spielertyp Haaland zurechtkommst. Du hast für die SBC noch 30 Tage Zeit, kauf dir also zunächst mal eine andere Special Card von Haaland und teste sie aus. Danach kannst du überlegen, den POTM zu machen. Was sagst du zu der Karte? Schreib uns deine Meinung unbedingt in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.